Ich wollte das Rehchen eigentlich auf dem Rückweg mitnehmen. Na dann. Kommt mit. Das ist wahrlich einfacher, als sie zu scheuchen und sie gegebenenfalls zu überholen. Ist einfach nur getrabt dort ins Lager laufen. Hätte man natürlich jetzt vorher den Buff, den Bogenbuff genommen, wäre das Ganze etwas einfacher. Weil dann würden die Hoshis hier nämlich nicht daneben ballern ständig. Habt ihr ja schon gesehen, dass ihr direkt neben dem Reh steht, oder? Das ist doch eine Katastrophe. Könntest du bitte? Schon wieder. Na, endlich. Beachte mich, beachte mich. Ich bin groß und hübsch. Ist ja wie im wirklichen Leben. Zack. Dankeschön. Nehme ich. So, Blutmond oder was? Tatsächlich, ach, das ist aber der erste Blutmond. Da habe ich ja nun gar keine Bange, dass wir das schaffen werden. So. Dann haben wir noch den hier zum Ausbau. Achso, denn konnten wir den nicht losschicken. War zu lange weg. Gucken wir mal auf der anderen Seite nach. Hier ist auch nichts. Der Gute ist so impulsant, da trauen sie sich nicht mal die Geldbörse zu öffnen. Jetzt bei einem bösen Blick. Aha, hier war das also. Wo ist der Chef? Da ist der Chef. Also ja. Hier muss mal gebaut werden. Aha. Tatsächlich haben Mauernreparaturen höhere Priorität. Das ist ja nicht verkehrt. Erst einmal den hier losschicken, damit das hier weitergeht. Wo weiter? Dü-dü-dü. So, dann können wir Katapulte bauen. Auf jeden Fall schon mal für die rechte Seite. Eins. Bis wir dann irgendwann auch für die linke Seite etwas machen können. Jetzt bau doch mal schneller. Ich habe hier immer noch den Kasper auf dem Rücken. Braucht er nicht. Alles schon. Alles gesichert. So.
Wie sieht's mit der Ernte aus? Super, sagt er. Hier ist nichts. Nichts. Gut, bauen wir ein bisschen an der Mauer rum. Und sehen zu, dass wir hier weiterkommen. Ein bisschen was freischnippeln. Damit die Jägers was zu tun haben. Na, ein bisschen Mau in der Geldbörse. So, hier wäre ein Wasserfall. Gibt es da vorne noch einen Wasserfall? Möchtest du mitkommen? Alles klar. Mal gucken, wo hier noch ein Wasserfall ist. Heckenschütze. Der trifft Hecken. So, wir gucken mal, ob wir der Herr schon fertig ist hier. Ist er. Okay. Oh, komm mal mit. Dann bauen wir dich, wir brauchen dich hier drüben zum Bauen. Ich reite auf dem Hirsch. Ich komme da gar nicht drauf klar. Das ist... Was ist nur falsch mit diesem Spiel? So, wir haben eine Steinmauer. Ich würde erstmal sagen... Priorität hat da jetzt erstmal das Katapult für diese Seite. Nein, noch nicht. Na gut. Gib mich. So, Wärterhändler. Los geht's. Damit sind wir dann auf jeden Fall rechts auf der sicheren Seite. Da kommt nicht so schnell was durch. Wir können auch einfach den hier noch machen. Dann kommt hier gar nichts mehr durch. So, safe. Hallo, du. Ich bin es. Was ich sagen wollte, haben nur Hirsche haben doch ein Geweih, oder? Also die männlichen. Oder auch die weiblichen. Da wollte er mich noch angreifen. Slidet er einfach auf mich zu. Ja, den wird auch noch. Dann clearen wir hier ein bisschen den Wald. Und schauen, ob wir unsere Basis irgendwo... optimaler verlagern können. What the fuck? Was ist da los mit der Musik? Was stimmt da nicht? Sehr schön. So, hier kommt nichts mehr durch auf dieser Seite. Da sind wir safe. Da kommt das Katapult. Das rundet die ganze Sache ab. Er ist auch fertig. Mit den Nerven. Wir schauen einfach mal, ob hier irgendwo eine Lichtung ist. Also.
Hier könnte man Felder anbauen. Okay, ist ja okay. Hab dich verstanden. Hier könnte man was anbauen. Ach so. Ich muss den ja hier noch reinlocken. Magere Ausbeute, meine Lieben. Magere Ausbeute. Müssen wir mehr als genug Leute haben, die noch frei sind. Ich hole immer nur Leute und teile sie nicht zu. So. Überlegen. Wie machen wir das am hübschesten? Hier ist ja auch relativ safe. So, hier haben wir auf jeden Fall Wasser. Wo wäre das nächste? Hier ist nochmal Wasser. Nochmal Wasser. Also hier wäre ein Bauerntraum. Also ich würde auch mal ungern das Dorf wegmachen. Gucken, ob wir uns irgendwo hier null. Wirklich null. Wir könnten zwar hier eine Mauer hinstellen, haben wir aber keinen Basilisken. Basilisk ist noch ein bisschen was anderes, das ist mir auch bewusst. Aber... Oder? Nee, Basilisk ist mit Rädern. Was geben, ey. Hier sind überall nur Mauern, die wir setzen können. Wäre das hier jetzt, wäre hier jetzt eine Mauer, wäre super. Hier ist eine Mauer. Oh, das ist doch kacke. Hier ist eine Mauer. Könnte man sich von links aus ranbauen, dann müsste man das Dorf nicht abreißen. Das wäre noch eine Variante. Ihn hier weghauen. Den Baum weg. Dann verschwindet das Lager. Hier eine Mauer hinziehen. Und hier dann den Bauernhof hinsetzen. War knapp ist. Müsste gleich Nacht werden. Schwierig, 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 schwierig. Muss ich aber entscheiden langsam. Aber sicher, wie wir hier weiter vorgehen wollen. Ist ja gut, ist ja gut. Macht euch ab.
das Vieh hier gerade wieder. Oh ja, das war ja ein enormer Angriff. Nehmen wir es Angriff, ja? Voll zerlegt, ey. Sehr schön, sehr, sehr geil. So, machen wir hier den Buff mal fertig. Achso, machen wir gleich auf Stufe 3. Die Tasche ist voll, dann passt das. Hier ist das Pony. Tag 10. So, hier können wir noch ein paar Leute abholen. Wo kann ich denn dann hier die nächste Mauer bauen, ey? Ich sehe nichts. Nichts, was in Frage käme. Ich hoffe ja, ich irre mich. Weil sonst wäre das hier das nächste. War durchaus auch ein Fortschritt, aber kein allzu großer. So, ich würde mal sagen, wir bauen jetzt links weiter aus. Erstmal noch ein paar Bogenschützen basteln jetzt. Ich überlege gerade, wie ich es am geschicktesten anstelle. Ich weiß nämlich noch nicht, ob ich es überlebe, wenn ich jetzt einfach auf das Tor losgehe und dann nach dem Blutmond kommt. Sollte vielleicht, ja, also ich werde das hier jetzt auch noch ausbauen als zweite Linie. Dass ich hier das Katapult setzen kann. Und wenn das Katapult steht, dann sollte es passen. So plötzlich einsetzt, ne? Totenstille, alles schön entspannt und dann kommt diese Musik. Pow. Hab ich gut imitiert, ne? So, safe. Komm dran. Mach fertig. Steht, alles supi. Auch das Holzding reicht vollkommen aus. Ich hab's geahnt. Wollen nur nachgucken, wie weit die Siedler sind, aber. Na gut, dann nutze ich es für die Siedler, um sie zurückzuholen. Waren es zwei? Drei. Hey. Beachte mich. Schon mein Charme wird und nicht mehr spülen. Aber es funktioniert immer noch. Ah, mein prächtiges Geweih. Und es kommt doch auf die Größe an.
Na, geht doch. Naja, mit dem Buff ist es dann doch ein bisschen einfacher, wa?